Wagen, Weiber und heiße Regionen. Im Fernsehen und lebend auf Bild und Plakat. Du kommst da nicht ran und du hast Erektionen. Und die Frau zu Hause kriegt dich nicht satt. Überstunden und sparen für'n Wagen. Das große Geld verdienst du nie. Du schluckst die Wut und die staut sich im Magen. Da muss ich was ändern, aber du weißt nicht wie. Weil die richtige Lösung von diesem Problem, die sollen wir vergessen, die sollen wir vergessen. Weil die richtige Lösung von diesem Problem ist für einige, aber nur für sehr wenige, nicht angenehm. Diese Moritat ist eine wahre Geschichte. Sie passierte so oder ähnlich am 26. Januar 1970 abends in West-Berlin. Nein, nicht an der Mauer, mitten in West-Berlin. Und das passierte mit zwei Arbeitskollegen, beide 30 Jahre alt, verheiratet, ohne Kinder, aber mit Konfession. Beide aus Westdeutschland, Volksschule, kaufmännische Lehre, Bundeswehr. Dann nach West-Berlin, da geheiratet, wegen Familiendarlehen. Werksangehörige derselben Firma, Vorstrafen keine. Für 850 acht Stunden am Tage. Arbeit im selben Großraumbüro. Werkseigene Wohnung in Nachbarlage. 2,5 Zimmer und im Bad ist das Klo. Und machen genau, was sie machen sollen. Sie machen sich gegenseitig ganz geil. Mit Überstunden, Musikschrank so weiter. Und die beiden Frauen machen auch ihren Teil. Weil die richtige Lösung von diesem Problem, die sollen wir vergessen, die sollen wir vergessen. Weil die richtige Lösung von diesem Problem ist für einige, aber nur für sehr wenige, nicht angenehm. Also die beiden Arbeitskollegen sind Konkurrenten. Warum? Weil das nützt denen, von denen sie ausgenützt werden. Und jetzt wollen die beiden ausgenützten Arbeitskollegen noch so sein wie die, von denen sie ausgenützt werden. Was wollen sie sein? Monopolisten! Das geht natürlich nicht in Wirklichkeit. Also spielen sie. Was spielen sie? Sie spielen und ihre Frauen spielen mit, abends nach Überstunden. Und wenn im Fernsehen nichts Richtiges ist, spielen sie das beliebte Gesellschaftsspiel Monopoly. Zu diesem Spiel gehören zwei Würfel, sechs Spielfiguren, 32 grüne Häuser, 12 rote Hotels, ein Ereignis- und Gemeinschaftsfach Verschiedenes. Jeder erhält als Anfangskapital 30.000 Mark. Und hocken am Tisch und die Geldscheine wandern. Das Spiel ist ernst, man ist Kapitalist. Und schon mal hat die ihre Hand bei dem anderen, mit dem sie nicht verheiratet ist. Salzstangen, Bier, rote Köpfe und Lachen, wenn einer paar Häuser verkaufen muss. Die Würfel rollen, was willst du da machen? Alles ist Schicksal, Gewinn und Verlust. Weil die richtige Lösung von diesem Problem, die sollen wir vergessen, die sollen wir vergessen. Weil die richtige Lösung von diesem Problem ist für einige, aber nur für sehr wenige, nicht angenehm. Aus den Spielregeln von Monopoly. Sinn des Spiels ist es, Besitztümer so günstig zu kaufen, zu vermieten oder zu verkaufen, dass man der Reichste und möglichst Monopolist wird. Wer am meisten besitzt, der hat gewonnen. Wer am wenigsten besitzt, der hat verloren und ärgert sich natürlich. Und so war das am 26. Januar 1970 abends in West-Berlin. Einer der beiden Arbeitskollegen hatte Überstunden gemacht. Soll Gehaltsaufbesserung kriegen, weil der so tüchtig ist. Das sagt die Frau von dem anderen. Und dann kommen die abends noch rüber auf den Sprung zu Monopoly. Und da hat der nicht so Tüchtige seine ganzen Besitztümer an den Tüchtigen verloren.
Und dann sieht er noch, wie seine Frau dem Tüchtigen mit einer Salzstange an der Hose rumfummelt. Und da war's dann soweit. Hat an dem Tisch die Flasche zerschlagen, schlägt ihm den Scherben grad ins Gesicht und durch die Wohnung ins Treppenhaus jagen und hinterher mit dem Brotmesser sticht. Und der hat an der Tür das Bleirohr genommen, schlägt zu über den Kopf zweimal quer und dann hat alles voll Blut geschwommen und im Krankenhaus leben schon beide nicht mehr. Weil die richtige Lösung von diesem Problem, die sollen wir vergessen, die sollen wir vergessen. Weil die richtige Lösung von diesem Problem ist für einige, aber nur für sehr wenige, nicht angenehm. Der Tod der beiden Arbeitskollegen hat geschmerzt. Vor allem das Werk, dessen Angehörige sie ja waren. Es nützt dem Werk nämlich gar nichts, wenn sich gute Arbeitskräfte erschlagen und erstechen. Das muss auch mal gesagt werden. Und es gab eine Doppelbeerdigung und viele Werksangehörige zogen mit. Und auf den zwei Särgen haben Kränze gelegen und daran waren Schleifen und darauf stand: Gedenken den treuen Arbeitskollegen, Betriebsrat und Firmenvorstand. Und ein Direktor hat auch gesprochen vom gemeinsamen Boot, das uns alle eint. Aber das Leben ist Kampf, hat er ein paar Mal gerufen. Aber ein Klassenkampf hat er wohl nicht gemeint. Weil die richtige Lösung von diesem Problem, die sollen wir vergessen, die sollen wir vergessen. Weil die richtige Lösung von diesem Problem ist für einige, aber nur für sehr wenige, nicht angenehm. Diese Moritat war eine wahre Geschichte. Sie passierte Ende Januar 1970 im West-Berlin. Nein, nicht an der Mauer, mitten im West-Berlin. Weil die richtige Lösung von diesem Problem, die sollen wir vergessen, die sollen wir vergessen. Weil die richtige Lösung von diesem Problem ist für einige, nicht für die Krauses, nur für sehr wenige, nämlich für die Krupps und so weiter. Da ist sie nicht angenehm.